Ringen? Na klar kenne ich Ringen. Zwei Männer? Oder zwei Frauen, die... stehen sich gegenüber. Auf Augenhöhe. Eine Gewichtsklasse. Fairness, Kraft und Technik. Beim Ringen geht es darum, wer der Stärkere ist. Ringen ist eine absolute Auseinandersetzung, aber auf hohem Niveau. Der Mann-gegen-Mann-Sport, das ist, ich sag jetzt mal, der Ursport. Ja? Der Sieger ist der Sieger und da sind keine anderen externen Faktoren, die da einspielen. Kräftevergleich, Sportart, Ringkampf eben. Als erst habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Sie wollen Ringen aus dem olympischen Programm nehmen? Ringen? Wie bitte? Für uns tatsächlich unvorstellbar. Klassisch, Freistil, griechisch-römisch. Ringen ist so olympisch wie das olympische Feuer. Ja, gerungen wird überall auf der Welt, wie zum Beispiel Iran. Saar, Mongolei. Frankreich, Spanien, Venezuela. In Türkei, ja, in den muslimischen Ländern. Ringen ist völkerverbindend. Und ich sehe das eben nicht ein, dass das eben der olympische Gedanke dort gestrichen werden soll. Es kostet nicht viel Geld. Es ist ein Sport, der fair ist. Keine Sportart verkörpert den olympischen Gedanken mehr als Ringen. Ringen ist Olympia, Olympia ist Ringen. Ringen muss olympisch bleiben. Ringen muss olympisch bleiben. Ringen muss olympisch bleiben. Ringen muss olympisch bleiben. Schluss. Aus.